Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen auf unserem Platz vorm Roten Rathaus. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ihr werdet es nicht glauben. Wir waren gerade eben im Demozug. Schon 7.500 Leute. Und da seid ihr hier auf dem Platz noch nicht mitgezählt. Es ist toll, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei Josephine Tischner. Das ist eure Moderatorin bis gerade eben gewesen. Jetzt übernehme ich. Und natürlich geht es vor allem darum, an diesem 1. Mai ganz klar zu sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, der 1. Mai ist unser Tag. Es ist unser Tag, an dem wir zeigen, wofür wir stehen und wofür wir kämpfen. Nämlich für mehr Lohn, mehr Freizeit und mehr Sicherheit. Und wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, Betriebs- und Personalräte, Vertrauensleute, Ehrenamtliche, die vielen Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben, zusammen sind wir die Stimme Berlins und wir machen sehr klar, heute hier deutlich, an uns kommt an dieser Stadt keiner mehr vorbei. Und das haben auch die ein oder anderen Vertretungen der Politik und des Senats, ich sage mal, gemerkt. Und sie sind hier. Das heißt, ich begrüße sehr herzlich Vertreterinnen aus den Bundesministerien, aus den verschiedenen Parteien, Senatoren, Staatssekretäre und auch unser regierender Bürgermeister kommt vorbei und wird mit euch an den Ständen vorbeigehen und mit euch reden. Ich bin sehr froh, dass wir diese Menschen bei uns haben und nutzt die Gelegenheit, liebe Kolleginnen und Kollegen, und redet mit ihnen und macht ihnen klar, worum es uns heute geht. Heute geht es uns auch darum, am 1. Mai unsere Erfolge zu feiern. Zum Beispiel die 400.000 neuen Mitglieder, die wir im vergangenen Jahr gewonnen haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Darauf können wir stolz sein, finde ich. Und das liegt natürlich ganz maßgeblich an unseren Tarifkämpfen, die wir im vergangenen Jahr hatten. Und es war echt ein hartes Stück Arbeit. Aber es ist uns gelungen und wir haben, sage und schreibe, haltet euch fest, 7.000 Tarifverträge allein im vergangenen Jahr abgeschlossen. Das heißt, unsere Kolleginnen und Kollegen haben mal Geld im Portemonnaie. Ihr seid super, das habt ihr toll gemacht. Vielen Dank. Ihr habt sehr, sehr eindrücklich gezeigt, was gute Tarifverträge bedeuten. Und wie gut es ist, wenn wir gemeinsam zusammenstehen und für gute Tarifverträge, gute Arbeitsbedingungen streiten. Und wenn wir zusammenhalten, kriegen wir eine Menge gewuppt. Und das gilt natürlich auch für dieses Jahr. Denn vor uns steht ein Jahr mit insgesamt Tarifrunden für 12 Millionen Beschäftigte. Das ist wieder eine große Nummer. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir heute zum Auftakt hier gemeinsam nochmal sagen können, wir wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen, mehr Lohn, mehr Sicherheit und mehr Arbeitszeiten, die zu unserem Leben passen. Und ich wünsche euch für die Auseinandersetzungen viel Erfolg, viel Kraft. Ihr bekommt das hin. Ich möchte an dieser Stelle zwei besondere Arbeitskämpfe herausheben. Nämlich auf der einen Seite das Bauhauptgewerbe, die seit Ewigkeiten keine solche Auseinandersetzung mehr hatten wie jetzt. Und was da läuft, ist wirklich der totale Irrsinn. Der letzte Abschluss im Baugewerbe war 21. Und ihr wisst, was das heißt. Seitdem ist die Inflation und die Kosten sind explodiert und allen davon galoppiert. Und die Arbeitgeber in dieser Tarifrunde versuchen tatsächlich mit Taschenspielertricks den Reallohnverlust für die Kolleginnen und Kollegen so runterzurechnen, dass er eigentlich nur noch ein 0,5% ausmacht. Das heißt, keiner weiß, was will die BAU eigentlich, ist es doch alles super. Und jetzt zum Schluss haben sie dann auch noch den Schlichterspruch abgelehnt. Und deswegen, liebe Kolleginnen von der BAU, wir drücken euch die Daumen. In wenigen Tagen geht es bei euch zur Sache, ihr könnt euch sicher sein. Wir, DGB-Gewerkschaften, stehen an eurer Seite. Viel Erfolg! Ein besonderes Wort an dieser Stelle gehört aber den Kolleginnen und Kollegen aus dem Handel.
Seit über einem Jahr läuft bei euch der Tarifkampf und die Arbeitgeber verweigern eine spürbare Lohnerhöhung. Schlimmer noch, sie lassen euch am Verhandlungstisch einfach verhungern. Und jetzt wissen wir seit ein paar Tagen, jetzt kostet es doch noch Galeria, Kaufhof, Filialen in dieser Stadt. Die letzten Betriebe, die noch einigermaßen tarifgebunden waren, es ist eine Riesenschweinerei, das kann man nicht anders sagen. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Handel, gebt nicht auf. Denn es stimmt ja, ohne euch gibt es kein Geschäft. Und ich kann euch sagen, wir DGB-Gewerkschaften stehen an eurer Seite. Haltet durch, lasst euch nicht klein machen, holt euch, was euch zusteht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist ja so, in vielen Branchen fahren Konzerne Milliardengewinne ein und trotzdem lehnen sie Tarifverträge ab und flüchten aus der Tarifbindung. In Berlin arbeiten inzwischen nur noch 43% der Beschäftigten unter dem Schutz eines Tarifvertrages. Das heißt, nur noch jeder 10. Betrieb hat überhaupt einen Tarifvertrag. Und das ist einer der Gründe, warum in dieser Stadt immer noch der Niedriglohnsektor so groß ist, so massiv ist. Und deswegen sagen wir beim DGB zum heutigen Tag des 1. Mai, wir brauchen dringend eine Stärkung der Tarifbindung und ich kann euch garantieren, das geht nur gegen den Widerstand der Arbeitgeber und mit Leitplanken der Politik und der Gesetzgebung. Und genau dafür setzen wir uns ein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, dass die Grundlage unserer Arbeitswelt und unserer Arbeitsbedingungen auch künftig Bestand hat. Machen wir uns gemeinsam stark, machen wir gemeinsam Druck für mehr Tarifverträge, für mehr Lohn, für mehr Sicherheit und für mehr Freizeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Einen schönen 1. Mai!